Warum hast du mir das nicht schon früher gesagt? Nicht gerade der Stoff, aus dem Partygespräche sind. Das tut mir so leid. Wie lange ist das her? Genau 2 Jahre, 10 Monate und 18 Tage. Also ich weiß, du machst keine großen Worte, aber falls du doch drüber reden willst. Also Alice, ist schon ziemlich spät und ich muss morgen ziemlich früh raus. Also ich kann auch einfach so hier bleiben. Wir müssen nicht reden. Bist jetzt doch mit mir ins Bett, weil es mir so schlecht geht. Du hast recht, es ist schon spät. Komm gut nach Hause. Du bist's. Was machst denn du hier? Ich hatte Lust auf Tomatensaft, also habe ich mir Charlies Zweitschlüssel besorgt. Und du? Auf der Suche nach Champagner für dich und den Doc? Schön wär's. Jetzt sag nicht, er hat dich schon wieder abserviert. Du hast dich doch eindeutig angebaggert auf der Party. Ich weiß jetzt, was dein Problem ist. Ja, irgend so ein Typ hat ihm das Herz gebrochen. Wow, willkommen im Club. Deshalb wird man nicht gleich zum Beziehungslegastheniker. Ich hoffe, du hast ihm das mal gesagt. Habe ich, leider. Wieso leider? Es war höchste Zeit. Seine große Liebe Sam wurde umgebracht. Totgeschlagen von irgendwelchen schwulen Hassern. Ja, das erklärt einiges. Warum er keine feste Beziehung will, zum Beispiel. Und warum du diesen Selbstverteidigungskurs machen solltest. Ich hoffe, ich habe nicht alles kaputt gemacht. Ach, Quatsch. Ich kann mir vorstellen, dass ihr euch jetzt noch viel näher kommt, wo Jo sich einmal dir geöffnet hat. Nur weil ich ihn so in die Enge getrieben habe. Jo ist bestimmt erleichtert, dass es raus ist. Und deswegen hat er mich auch gleich wieder vor die Tür gesetzt, dass ich mit ihm drüber reden wollte. Es ist sicherlich nicht leicht für ihn. Lass ihm einfach noch ein bisschen Zeit. Als du von mir gegangen bist, ist ein Teil von mir mit dir gestorben. Ich habe nie darüber nachgedacht, dass ich dich jemals verlieren könnte, Sam. Hätte ich diesen Schmerz vorher geahnt, was es bedeutet, ohne dich zu leben, ich hätte es nicht ausgehalten. Ich könnte niemals wieder einen Mann so lieben wie dich, Sam. Niemals. Ich könnte niemals wieder einen Mann so lieben wie dich, Sam. Wir haben noch geschlossen. Hi. Hi. Ich war gerade auf dem Weg ins Krankenhaus. Schau, das ist irgendwie ganz dumm gelaufen gestern mit der DVD und so. Es tut mir auch leid, was ich dir alles an den Kopf geknallt habe. Wenn ich gewusst hätte, dass... Hast du aber nicht. Und du kannst auch nichts dafür, was Sam damals passiert ist. Also hör auf, dich deswegen mies zu fühlen, okay? Ich werde es versuchen. Gut. Tja, dann werde ich mal wieder, ne? Also mein Angebot, da steht noch. Falls du irgendwie mal reden willst oder ich was für dich tun kann.
Also eine Sache wäre da schon. Ist die Kaffeemaschine schon an? Das Zeug auf der Station ist einfach nur unterirdisch. Klar. Nimmst du auch einen? Ich dachte, du musst schnell weg. Ein paar Minuten habe ich noch. Dir gehen wahrscheinlich 1000 Fragen durch den Kopf, oder? Ein paar werden da schon noch. Also jetzt, wo du das Ende der Geschichte kennst, finde ich, solltest du auch den Anfang erfahren. Sam und ich, wir haben uns vor 8 Jahren kennengelernt. Ganz unspektakulär auf der Arbeit, als Arbeitskollegen halt. Er war auch ein Arzt? Ja, aber nicht so wie ich. Also er war ganz anders. Die Herzen der Patienten sind ihm förmlich zugeflogen. Hat immer Zeit für sie gehabt. Ein offenes Ohr für ihre Probleme. Klingt gut. Ja. Er war der beste Arzt, den man sich vorstellen kann. Und der beste Mensch. Meine Mutter hat mir immer eingetrichtert, ich soll das bloß mit der Liebe lassen. Finger davon. Dann wird er eh nur enttäuscht. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Sie hat es nie verkraftet, dass mein Vater uns verlassen hat. Ich war also gewarnt. Und dann kam Sam. Es war wie ein Tsunami. Es hat mich völlig überrollt. Ich hatte keine Chance. Am Ende gab es nur noch uns beide. Und am Abend wollte Sam mich mit einem Abendessen überraschen. Wir waren auf den Tag genau 5 Jahre zusammen. Im Gegensatz zu mir konnte er sich sowas immer wunderbar merken. Als ich von der Arbeit kam, war der Tisch gedeckt. Das Essen stand auf dem Herd. Es gab Fisch. Aber Sam war nicht da. Ich habe überall geschaut, in jedem Zimmer, aber keine Spur. Habe ich ihn angerufen. Und? Er war gut drauf. War noch eben mal in den Supermarkt gegangen, weil wir keinen Weißwein mehr hatten. Bei der Gelegenheit hat er mir sogar noch ein paar Blumen gekauft. Wir haben rumgealbert, uns unterhalten. Plötzlich waren da Stimmen im Hintergrund. Irgendwelche Assis, die ihn blöd angemacht haben. Hey, Schwuchtel, für wen sind denn die Blumen? Sam hat ihnen gesagt, sie sollen sich verziehen, aber die haben natürlich weitergemacht. Und irgendwann habe ich nur noch Geräusche gehört. Klirrendes Glas. Sam hat um Hilfe gerufen, aber es ist niemand gekommen. Ich bin sofort losgelaufen, aber es war zu spät. Sam, verdammt! Mach die Augen auf, Sam! Ich habe versucht, ihn wiederzubeleben, aber es war aussichtslos. Auch wenn ich es nicht wahrhaben wollte. Du bist der erste Mensch, dem ich das so ausführlich erzähle. Vielleicht liegt es daran, dass du mich ein bisschen an Sam erinnerst. Aber auch wenn ich wünschte, dass es anders wäre. Das Thema Liebe ist für mich durch. Und bitte glaub nicht, dass du mich retten kannst. Dafür bin ich in dieser Beziehung einfach zu kaputt. Danke für den Kaffee. Und überhaupt. Das klingt jetzt vielleicht bescheuert, weil ich das vorher nie wollte, aber vielleicht kriegen wir das mit einer Freundschaft ja doch irgendwie hin. Ich habe keine Ahnung. Ist schon wieder richtig gut nach der Spritze. Das freut mich. Ich würde dir allerdings gerne noch eine weitere Spritze geben. Okay, wenn das sein muss. Um sicherzustellen, dass wir die Entzündung im Griff haben. Oh, Schwester, komm. Ich hole eben Neues. Ich war übrigens vorhin im No Limits. Ach echt? Ich hatte dich gar nicht gesehen. Naja, Olli und du, ihr wart so in euer Gespräch vertieft. Da bin ich wieder gegangen. Okay,
Dann weißt du wahrscheinlich auch, worum es in diesem Gespräch ging. Also, ich habe jetzt nicht gelauscht oder so. Olli hat es mir danach erzählt. Keine Details. Sam! Ich wollte dir einfach nur sagen, dass es mir leid tut. Das ist wirklich total krass, was dir da passiert ist. Dankeschön. So. Das wird jetzt ein bisschen kalt werden. Herr Doktor? Ja, bitte? Sind Sie sicher, dass Sie ihr Fentanyl geben wollen? Was? Alles okay? Scheiße. Ja, alles okay. Holen Sie bitte Dr. Wagner. Ein Kollege wird sich um dich kümmern. Ich muss leider sofort weg. Und du bist dir sicher, Jo hätte dir fast was Falsches gespritzt? Ja. Er ist total blass geworden und hat sich geweigert, mich weiter zu behandeln. Du, von diesem Fentanyl hätte ich vielleicht sogar draufgehen können. Ich bin total froh, dass dir nichts passiert ist. Bei Jo macht sich bestimmt tierische Vorwürfe. Der ist einfach immer so hart zu sich. Mann, also du bist wirklich das Beste, was ihm je passieren kann. Ich hoffe, der versteht das langsam mal. Der kann einfach nicht über seinen Schatten springen. Du hast doch gesagt, dass du der Erste bist, dem er die Geschichte mit seinem toten Freund anvertraut hat. Toll. So ein Schiss davor, Gefühle zuzulassen. Und komm, schaff das mal, bringt er dich fast um. Und jetzt fühlt er sich bestätigt, dass es besser ist, alles unter dem Deckel zu halten. Ich habe ihm sogar schon angeboten, dass wir doch nur Freunde sein können. Aber ich glaube, selbst das ist jetzt zu viel für ihn. Ich hätte ihn einfach nicht drauf ansprechen dürfen. Es tut mir leid. Ach, selbst wenn er uns eine Chance geben würde. Sein Herz gehört nur Sam. Zeig mal, was du drauf hast.